Wir reisen aktuell im Camper durch Europa und dabei schauen wir uns natürlich auch immer mal wieder Freizeitparks an. Heute sind wir im Ikuna Natur Resort Park angekommen und den wollen wir uns jetzt die nächsten 4 Tage anschauen und dabei nehmen wir dich natürlich mit. Was uns direkt zu Beginn wirklich positiv aufgefallen ist, dass alle Ebenen des Parks durch Rutschen und Klettergerüste miteinander verbunden sind und besonders diese große Ritterburg haben unsere Kinder richtig gefeiert. Kinder im Alter von 0 bis 3 haben freien Eintritt in den Ikuna Park, alle anderen zahlen aktuell 24 Euro für das Tagesticket. Es gibt allerdings auch eine Familienkarte für insgesamt 75 Euro und damit können 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder in den Park und damit spart man 45 Euro. Nach der Ritterburg ging es für uns dann weiter zur Flyline, das ist eine Art XL-Seilbahn mit Kurven. Servus! Wie das aussieht. Ist wie beim Skispringen. Oh mein Gott, Freunde! Unsere beiden Jungs sind immer noch voll im Dino-Fieber und daher fanden sie die interaktiven Stationen im Dinohaus sehr, sehr cool und es gab draußen auch große lebensechte Figuren. Ein weiteres echtes Highlight für uns war die Mountain Kart-Strecke. Das ist die Junior-Variante, die ist etwas kürzer als der große Bruder, die XXL-Version. Uns hat es super viel Spaß gemacht, wir sind alle gerne damit gefahren und die Kids wollten hier gar nicht mehr wieder weg. Ich sitze jetzt hier einfach nur auf einer Bank in diesem genialen Wasserpark. Die Kids haben nämlich den Spaß ihres Lebens. Und ich sag mal so, ab 6 ist dieser Park perfekt. Also unsere sind jetzt 6 und 8 und sie können ab 6 hier so viele Sachen selber machen, also fast alles eigentlich. Deswegen ist es für das Alter wirklich perfekt. Und ansonsten erkunden sie einfach immer wieder was Neues, auch an Ecken, wo wir schon waren. Es wird nicht langweilig, also überhaupt nicht. Große Empfehlung von unserer Seite, wir sind wirklich begeistert. Der Kletterpark hat 3 verschiedene Ebenen. Unsere Kids haben den ganz unteren Bereich einmal ausprobiert, da sie das noch nicht kannten. Einziges Manko ist, der Kletterpark kostet nochmal extra Eintritt. 12,90 Euro für jedes Kind bis 15 Jahre und er hat nicht immer auf. Ja, heute regnet es, wir haben ein bisschen Pech mit dem Wetter, aber zum Glück gibt es hier eine super schlechte Wetteralternative im Ikuna Park, denn es gibt einen 1000 Quadratmeter großen Indoor-Spielplatz und den werden wir uns jetzt mal näher anschauen. Auf den 1000 Quadratmetern Indoor-Spielplatz gibt es auf jeden Fall genug Abwechslung, dass man hier mindestens einen halben Regentag ganz entspannt herumkriegt, ohne sich zu langweilen.
Was man unbedingt vorher bedenken sollte, ist, dass der Indoor-Spielplatz nochmal extra Geld kostet, und zwar gar nicht so wenig, 15 Euro pro Person Eintritt. Und ja, daher ist es umso wichtiger, vorab das Wetter zu checken. Willkommen an Bord. Vor ungefähr 150 Millionen Jahren. Ja, wir waren jetzt gerade in dem 5D-Kino und ich muss sagen, das ist ein ziemliches Highlight gewesen. Das habe ich so noch nicht in einem Indoor-Spielplatz gesehen. Wirklich sehr, sehr gut gemacht. Für 2 Euro kann man sich hier so eine Holzkugel kaufen, die bedrucken und dann eine der wirklich zahlreichen im Park vorhandenen Kugelbahnen ausprobieren. Wer im Ikuna Naturpark länger bleiben möchte, der kann hier natürlich auch übernachten. Dafür gibt es 3 verschiedene Optionen. Wir sind zum Beispiel mit dem Camper angereist und hier gibt es einen Campingplatz, auf dem man übernachten kann. Den zeige ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr. Daneben gibt es auch noch sehr stylische Chalets mit einem tollen Blick in der Nacht auf den Sternenhimmel. Und es gibt so eine Art Tipis, die rund um einen Naturpool gebaut sind. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Und hier da oben die Sonnensegel auf dem Dach der Chalets, das kann man in der Nacht wegrollen und dann hat man eben den Blick in den Sternenhimmel. Der Campingplatz verfügt aktuell über 35 Stellplätze, es sind aber weitere in Planung aufgrund der hohen Nachfrage. Eine Fernentsorgungsanlage gibt es auch, einmal Frischwasser und die Kassettentoiletten können ja auch entleert werden. Sehr nice fanden wir auch die Feuerstellen, Grillstellen mit kostenlosem Feuerholz. Hier kann man den Abend sehr entspannt ausklingen lassen. Vom Campingplatz aus hat man direkten Zugang zum Ikuna Park und der erste Bereich, den man hier sieht, ist der große Wasserspielplatz. Wer möchte, kann im Hotelrestaurant eine Halbpension dazu buchen. Dann gibt es Frühstück und abends ein 5-Gänge-Menü. Und wir wurden oft gefragt während unseres Aufenthalts, ob sich das lohnt. Und Leute, ja, verdammt, das Essen ist unfassbar gut. Das ist so lecker. Ich weiß nicht, was es ist, aber es schmeckt so gut. Ich wusste nicht, dass es so leckeres Essen geben kann. Große Empfehlung, Hammer. Boah, lecker. So Leute, die 4 Tage im Ikuna Park sind jetzt vorbei und das ist ja der ideale Zeitpunkt, um einmal nochmal zum Fazit zu ziehen. Uns haben viele Fragen während des Aufenthalts via Instagram erreicht, die werde ich jetzt nochmal klären und ich werde euch auch noch erzählen, was uns nicht so gut gefallen hat. Ja, die erste Frage ist, wie lange sollte man einplanen für den Besuch des Ikuna Parks? Wir waren jetzt 4 Tage lang da, das ist definitiv, würde ich sagen, zu lang. Also man schafft den Park auch an einem Tag, so ist das nicht. Er ist jetzt nicht extrem groß und man wird nicht ganz so zugebombt. Das ist nicht so ein riesen Overload wie jetzt in einem Freizeitpark mit 5 Millionen Achterbahnen und Attraktionen. Das ist das Gute. Allerdings, der Park hat ein großes Manko. Bei schlechtem Wetter sind viele der Stationen, gerade diese coolen Rutschen, geschlossen. Von daher sollte man wirklich vorab gucken, dass das Wetter gut ist. Ein Problem ist natürlich auch, das haben wir mitbekommen, dass viele enttäuscht waren, dass man die Tagestickets, wie man sie online vorab bucht hat, nicht stornieren kann. Das heißt, Leute, guckt eher kurzfristig, wann ihr in den Ikuna Park wollt. Guckt euch das Wetter an, denn wie gesagt, bei schlechtem Wetter ist da nicht so viel zu machen. Man kann natürlich in die Kids World dann ausweichen, in den Indoor-Spielplatz, kostet dann wiederum extra. Und ja, wir haben da ein paar lange Gesichter gesehen, die enttäuscht waren. Bei den 4 Tagen, die wir jetzt da waren, hatten wir den Vorteil, dass wir 2 Regentage hatten und 2 gute Tage. Das heißt, über diesen längeren Zeitraum, den wir da waren, hatten wir jetzt dann eine Mischung aus guten Tagen und schlechten Tagen. Ja, wenn man jetzt nur einen Tag quasi bucht und an dem Tag ist dann schlechtes Wetter, ist natürlich dann schon doof. Wir würden jetzt empfehlen zwischen 1 und 3 Tage. So, kann man auf jeden Fall gut machen. 4 Tage fahren wir jetzt ein, ja, einen Ticken zu lang. Kann man auch machen, wenn man sich besonders viel Zeit lassen möchte. Und es gibt auf jeden Fall genug zu machen und zu entdecken. Genau, aber 1 bis 3 Tage würden wir so empfehlen. Eine weitere Frage ist, ob die Halbpension genug Auswahl für Veganer und Vegetarier bietet. Ich würde sagen, ja. Es gibt auf jeden Fall jeden Tag in dem 5-Gänge-Menü eine
vegetarische Variante. Ob die vegan ist, weiß ich nicht. Ich glaube, sie ist nur vegetarisch, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Also für Veganer ist es wahrscheinlich schwierig. Vegetarier werden hier auf jeden Fall voll auf ihre Kosten kommen. Ja, da kommen wir auch schon zu den Punkten, die uns nicht so gut gefallen haben. Ein großer Negativpunkt sozusagen ist, dass wir es relativ unpersönlich fanden im Ikuna Park. Es gibt kein Personal, also wir haben keins gesehen, das im Park irgendwie ansprechbar rumgelaufen ist. Klar, man möchte Personalkosten sparen hier wahrscheinlich, aber es ist alles digitalisiert. Das heißt, schon am Eingang ist irgendwie keiner. Das ist ein Automaten, wo man sein Ticket dann scannt. Kann ich verstehen aus unternehmerischer Sicht, aber es wirkt halt einfach so ein bisschen unpersönlich. Und im Park gibt es halt auch mal Sachen, die nicht so ganz reibungslos funktionieren. Es gibt einen Infopoint, es gibt eine Nummer, wo man anrufen kann, aber jetzt keine Leute, die irgendwie direkt irgendwie ansprechbar sind oder denen man gucken, ob alles in Ordnung ist. Wir haben hier und da mal einen Gärtner gesehen, aber das war's dann auch. Ansonsten, wie gesagt, ruft man diese Nummern an oder man geht halt zur Rezeption im Eingangsbereich. Das kann man auch machen, wenn irgendwas sein sollte. Das hat uns ein bisschen gestört. Das ist uns einfach so aufgefallen, dass es ein wenig unpersönlich wirkt. Trotz der kleinen Negativpunkte hatten wir insgesamt gesehen eine richtig gute Zeit im Ikuna Park. Wir können euch den wirklich empfehlen. Falls ihr in Österreich seid, schaut euch das unbedingt mal an. In der Videobeschreibung findet ihr auch noch den Link zur Webseite vom Ikuna Park. Da gibt es auch jede Menge weitere Informationen. Ja, ich hoffe, unser Video hilft dir dabei zu entscheiden, ob du in den Ikuna Park einmal selber möchtest oder nicht. Und wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und überleg auch gerne, ob du nicht unseren Kanal mal abonnieren solltest. Und wenn du jetzt mehr von uns sehen möchtest, dann kannst du das hier tun. Wir haben zum Beispiel eine richtig coole Vlog-Reihe, wie wir mit unserem Camper nach Marokko gefahren sind und was uns dabei alles passiert ist. Und wenn du einmal sehen möchtest, wie Jasmin auf dem Jakobsweg gelitten hat und welche Erfahrungen sie dort gemacht hat, dann kannst du dir das auch hier anschauen. Viel Spaß!